Woran erkennt man, dass man in einer Irrenanstalt ist? Nun, indem Menschen mit einem gesunden Geist das Umfeld, die Personen im Umfeld, für nicht ganz, sagen wir mal so, rational bzw. ihr Handeln irrational oder sogar dämlich bis hin zu völlig verrückt ist. Kann man das auf ein Land übertragen? Weiß ich nicht. Lass uns mal Folgendes durchgehen. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der hofft, dass wir gut durch den Winter kommen und betet, dass wir gutes Wetter haben und damit unsere Wirtschaft nicht komplett den Bach runtergeht. Wir haben des Weiteren einen Landwirtschaftsminister, der darauf setzt, dass wir Handelsabkommen mit Ländern schließen, wo wir überhaupt nicht wissen, ob dort Klimaschutz, Artenschutz oder Tierwohl stattfindet, und machen das im Sinne des Klimaschutzes, weil unsere Kühe hier anders pupsen als woanders auf der Welt. Und wir setzen darauf, dass unsere Massentierhaltung, die wir hier vorherrscht, ja, ersetzen mit beispielsweise Ländern in China, wo es 20-stöckige Hochhäuser gibt, wo man halt Schweine hält. So, und dessen, aufgrund dessen zieht er sich entsprechende Socken an und hofft anscheinend damit auch, die Landwirte aus ihrer Tristesse bzw. aus ihrer Pleite zurückzuholen und sie zu animieren, weiter zu wirtschaften. Wie wir im nächsten Jahr Dünger bekommen, hat er im Bundestag letzte Woche komplett sich selbst überlassen. Des Weiteren haben wir eine Umwelthilfe, ich glaube, die haben 30 Mitarbeiter, die von morgens bis abends uns sagen, dass wir anders zu leben haben, als wir es möchten. Wir sollen keine Silvesterraketen mehr in die Luft jagen, wir sollen jetzt auch dunkel unterm Weihnachtsbaum sitzen, keine Weihnachtsbeleuchtung mehr aufstellen dürfen. Und wir sollen vor allem pro Stadt mit einem Weihnachtsbaum auskommen. Ja, Sie haben richtig gehört, pro Stadt ein Weihnachtsbaum, zu Hause schon gar nichts mehr. Des Weiteren haben wir eine Regierung, die immer noch für Gas bezahlt, obwohl wir schon seit Wochen keines bekommen. Ja, damit tatsächlich sogar unsere Währung auf die Talfahrt schicken, auf eine noch nie dagewesene Talfahrt. Seit Einführung des Euros waren wir noch nie auf so einem Stand. Des Weiteren versucht die Bundesregierung jetzt gegenzusteuern, weil der Amerikaner frohlockt mit extrem niedrigen Energiepreisen und unsere Preise sind halt nicht mehr zu bezahlen. Er versucht aber des Weiteren auch alles, was bis vor kurzem noch normal war, genau wie viele Medien das leider tun, als rechts bzw. sogar rechtsradikal abzutun. Was das für wirtschaftliche Folgen hat, sehen wir hier. Das ist das Zukünftige, was an Inflation auf uns zukommt. Die Verteuerungsrate für unsere Erzeuger, noch nie dagewesene fast 46%. Und wie gesagt, wir werden also sehen, was da noch auf uns zukommt. Des Weiteren haben wir eine Innenministerin, die jetzt an Corona erkrankt ist, aber glücklicherweise noch ganz gesund ist. Hoffentlich bleibt sie das auch und vielleicht wird sie irgendwann auch mal auf die Polizeigewerkschaft hören. Ich habe gerade eben den Gewerkschaftsboss der Bundespolizei gehört, der moniert hat, vollkommen zu Recht, dass die 10.000 zusätzlichen Stellen heruntergekürzt wurden auf 1.000. Des Weiteren das Budget auf 500 Millionen begrenzt ist. Und das ist das Allerschlimmste, wir haben die größte Flüchtlingszunahme bzw. Anteil an Flüchtlingen in August seit 2015. Nichts dergleichen wird getan, um dagegen zu steuern. Wir haben einen Gesundheitsminister, der sich Corona ja herbeisehnt, der wirklich nur über eine Talkshow tatsächlich ins Ministerium gekommen ist. Und wir können das ausführen ohne Ende. Wir haben ja tatsächlich den höchsten Strompreis, obwohl wir ja kein Stromproblem haben. Wie unsere Spitzenleute, die Besten des Landes, uns jeden Tag aufs Neue erzählen. Wir haben derzeit aber kein Stromproblem, sondern wir haben ein Gasproblem. Und wir haben gerade in Deutschland kein Stromproblem, wir haben ein Wärmeproblem. Wir haben im Moment kein Stromproblem, sondern eher ein Wärmeproblem. Ja, und ich weiß ja, was jetzt wieder kommt. Guck, politischer Bashing ohne Sinn und Verstand. Nein, das ist einfach berechtigte Kritik. Die Menschen haben blanke Angst. Jeden Tag machen Betriebe zu. Die Menschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Und wir wollen Lösungen hören. Wir wollen nicht hören, ja, wir schnüren jetzt Hilfspakete, die werden kommen. Das kann man nachträglich dann nochmal anfordern. Ey, wenn ich pleite bin, bin ich pleite. Dann brauche ich nichts mehr anzufordern. Ich frage mich manchmal, in welcher Parallelwelt unsere Regierung gerade aktuell lebt. Und dann sollen wir nicht mehr mit Gas heizen, wir sollen nicht mehr mit Öl heizen, wir sollen jetzt auch nicht mehr mit Holz heizen, weil es ja klimaschädlich ist. Ich frage mich allen Ernstes, was ist mit euch? Das ist ein nachwachsender Rohstoff. Ich habe hier eine Holzhackschnitzelheizung. Das sind zum Beispiel Rückschnitte, die sowieso jedes Jahr anfallen. Warum soll ich das nicht machen? Das ist doch hirnverbrannt. Ich ersetze damit 5 fossile Heizungen. Ich kann es nicht verstehen. Was sollen wir denn nutzen? Luft und Liebe ist ein bisschen wenig, ja? Jetzt kommt sie wieder, Wärmepumpe.
40 Wochen Lieferzeit, sagt mein Händler. Kein Handwerker, der sie einbauen kann. Und funktioniert nur in energetisch sanierten Häusern, wo die Förderung eingestampft wurde. Ich frage mich allen Ernstes, Leute, wisst ihr eigentlich, was es heißt zu frieren? Ich glaube, das kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen. Und ich sage euch noch was jetzt. Nur weil wir jetzt allen Ernstes gestern bei den Saudis RWE einen Vertrag abgeschlossen haben über 137.000 Kubik Gas. Hört sich super viel an. Sind 0,0004% des Bedarfs der Bundesrepublik Deutschland. Also wir müssen auch mal die Relation mal sehen. Im NDR höre ich gestern, es gibt auf dem Atlantik aktuell ein verfügbares LNG-Schiff. Eins. Im Pazifik keins. Ich frage mich, wir können Verträge abschließen, wie wir wollen. Wie kommt der ganze Käse hierher? Ich frage es euch, das ist eine berechtigte Frage. Wo sind darauf bitte Antworten? Halt, einen habe ich noch vergessen. Der Münchner Merkur titelte neulich doch tatsächlich, dass man in Zukunft beim Duschvorgang gleichzeitig urinieren solle. Das würde pro Jahr 2200 Liter Trinkwasser einsparen. Am besten noch zu zweit, dann komme ich auf 4400 Liter und spare noch Abwassergebühr. Also laufen lassen, Freunde.